Wir sind hier bei HTC und schauen uns die neuen Windows Phone 7.5 Geräte an. Wir haben zwei neue Windows Phones vorgestellt. Ein HTC Titan 4,7 Zoll und ein HTC Radar 3,8 Zoll. Beides in einem Aluminium-Unibody-Gehäuse. Wirklich hochwertige Geräte. Ich werde jetzt einfach mal die Software ein bisschen demonstrieren an einem der beiden Geräte, in dem Fall dem mit dem größeren Screen, dem 4,7 Zoll HTC Titan. Wer mit Windows Phone 7 bekannt ist, kennt die Kachelfunktion, deswegen werde ich da nicht mehr drauf eingehen, sondern im Endeffekt sagen wir einfach nur, es gab Veränderungen im Kontaktbereich. Wenn ich früher auf Kontakte gegangen bin und mir den einzelnen Kontakt rausgesucht habe, habe ich natürlich die komplette Übersicht gehabt, welche Kontaktmöglichkeiten ich mit dem Mensch habe, hatte dann aber nur Facebook Integration und hier haben wir jetzt einen kompletten Verlauf oder Kommunikationsverlauf. Heißt im Endeffekt, ich habe Nachrichten, habe E-Mails, habe Facebook mit drin und sehe dann auch wann ich das letzte Mal mit dem Menschen telefoniert habe. Ich kann bei Windows Phone 7.5 oder Mango auch jetzt Gruppen erstellen. Heißt, ich habe hier eine Familiengruppe, da sind meine Eltern, meine Opa, meine Oma, meine Geschwister drin. Und ich kann hier dann direkt an die Gruppe eine E-Mail senden, kann natürlich aber auch auf die Einzelperson gehen und bin dann wieder da zurück, wo wir vorher schon im Kontakt gehabt waren. Und was auch neu ist bei Windows Phone, ist ein Internet Explorer 9, der HTML5 optimiert ist auf HTML5 mit Hardwarebeschleunigung, das unterstützen die Geräte auch. Und ich habe auch erstmals Multitasking bei Windows Phone und kann das so eigentlich relativ schön sehen, welche Anwendungen im Hintergrund gerade laufen. Jetzt kommen wir zu den Funktionen, die HTC exklusiv einbaut. Dann haben wir einmal natürlich den HTC Hub, den kennt man schon von den letzten Windows Phone Geräten. Dann haben wir aber HTC Watch, unseren Video-on-Demand-Dienst mit aktuell ca. 200 Filmen, die wir regelmäßig ausbauen. Wir sind im Juli damit gestartet mit 130, also es geht wirklich voran. Hier kann ich mir unter unterschiedlichen Filmen da drauf gehen, mir entweder den Trailer angucken, den Film runterladen und kaufen oder auch ausleihen für ein paar Tage. Wir haben DLNA-Funktionalität, auch exklusiv bei HTC, heißt, ich kann mein Windows Phone nutzen, mich vor den Fernseher klatschen, der DLNA-Funktionalität hat und direkt im gleichen Netz ist mit meinem Telefon und direkt den Film oder Bilder oder Musik auf den Fernseher streamen, ohne dass ich große Verkabelung brauche oder mich groß anstrengen muss. Einfach draufdrücken, fertig. Wir haben neu die HTC Locations, kennt man auch von Android, von den Android Devices von HTC. Hier natürlich basierend auf Bing Maps und nicht auf Google Maps. Nichtsdestotrotz gleiche Funktionalität. Heißt, ich kann mich routen lassen an bestimmte Plätze, die ich schon abfotografiert habe mit GPS-Tagging oder kann mir auch eigene sozusagen Orte hinzufügen, an die ich mich jederzeit schnell routen lasse. Ja, und das war so ein kurzes Roundup der neuen Funktionen. Wir haben ergänzend noch sehr viel Wert gelegt auf die Kamerafunktion bei den beiden neuen Geräten. Einmal beim HTC Titan eine 8-Megapixel-Kamera mit Dual-Flash-LED, beim HTC Radar eine 5-Megapixel-Kamera mit einem Einfach-LED. Beide haben aber eine sehr, sehr tolle Funktion, die wir eingebaut haben, die auch exklusiv bei uns ist, und zwar eine Panorama-Funktion, die eine intelligente Panorama-Funktion ist, nicht einfach nur eine Panorama-Funktion. Ich habe hier, wie man sieht, eine Wasserwaage drin, kann somit zum einen das Bild ruhig halten, aber auch ausrichten. Drücke ich jetzt hier drauf, das ist natürlich ungünstig für mich zu halten, aber drücke ich jetzt hier drauf, kann ich das Foto machen. Dann zeigt mir das Gerät automatisch an, wo geht es weiter. Setzt mir aber dann automatisch das Bild richtig zusammen. Das kann ich mit Sicherheit gleich auch mal zeigen an dem Foto, das ich vorher gemacht habe, mit ruhiger Hand. Und ein Foto, das dann funktioniert, sieht dann im Endeffekt so aus. Ich habe einen kompletten Shot, der wirklich sauber zusammengesetzt ist von der Software. Und ja, das sind so die Funktionen, die HTC neu eingebaut hat. Beide Geräte sind ab Oktober verfügbar. Das HTC Titan wird für 99 im ÖVP kosten und das HTC Radar 399. Ja, also wenn ihr dann mal in den Laden geht oder sowas, vielleicht mal anschauen. Meiner Meinung nach auch ziemlich gut verarbeitet, gerade das HTC Titan. Guckt es euch an, was falsch machen könnt ihr nicht, oder? Nee. Gut, ciao.